So, guten Morgen. Jetzt geht's weiter im Laden. Es ist ein Hin und Her. Frei, nicht frei, frei, nicht frei. Ist ja Wahnsinn diese Woche. Ich schau mal, heute ist ein sehr trüber Tag. Es ist, soll sehr windig werden. Es ist kühl, tatsächlich auch. Dann gucken wir mal, was heute so geht, ob heute was geht. Ich lasse mich überraschen. Jo, heute Morgen als erstes hier erstmal ein bisschen entrosten mit Stahlwolle. Wisst ihr ja, haben wir ja aufgehört. So, und schon sieht es schon ganz ordentlich aus. Wunderbar. Ja, und das reicht ja schon aus, das ist es ja. Also das hätte ja schon ausgereicht dafür, dass das wunderbar funktioniert. Jetzt mal Fett drauf. Ja, bitte. Aber ganz kurz nur. Oh, da ist er wieder. Hey. Das ist ja Wahnsinn, wie das losgeht heute. Drüben ist ein Umzug, deswegen musste ich das Auto umparken. Und na, das habe ich schon gemacht. Und jetzt bin ich wieder hier und da kamen noch zwei Aufträge. Den Bogen tauschen wir. Schrauben sind andere, der Bogen ist ein besserer. Qualitativ und vor allem dieser Puffer puffert. Ist ganz wichtig, dieser Puffer, der hier drin war, dieser Billigbremse, der funktioniert ja gar nicht. So, jetzt schraube ich fest. Mittlere Position habe ich es jetzt eingestellt, das sind ja drei Löcher auf der mittleren. Stellen wir den Bremsbelag ein. Ist total geil bei guten Bremsverlegen, bei guter Qualität. Macht das richtig Spaß. Also Bremse einmal frei, das merkt man schon. Gut, na gut, was soll ich sagen? Also ich kann das nicht groß kommentieren hier. Ich baue jetzt hier halt die Bremse, habe ich angebaut. Das ist erledigt, das kommt weg, das ist Müll. Das ist der alte Reflektor. Aber geschafft. Das ist erledigt, das kommt nach vorne. Also mit dem Finger kann man ziehen. So soll es sein. Der alte Bogen wurde getauscht. Die alten Schrauben sind weg, sind Asche. Und der Puffer hier. Plus die Bremse natürlich insgesamt. Bei dem Luxusvehikel hier müssen wir das Licht tauschen, weil das funzlig ist. Das ist ihr zu funzlig. Das macht die gute Frau nicht. Und hinten Bremse ist Bremsbelag komplett runter und der Bremszug ist auch nicht mehr schön, weil alle, die in diesem Bogen hier verlaufen, das ist alles Schrott, alles Murks. Da sammelt sich halt das Wasser, das läuft hier oben drin, meinetwegen. Sammelt sich hier unten drinnen im Bogen, rostet, macht, tut und dann läuft dieses Ding halt schwer. Es regnet draußen, ne? Also ich musste das Werkzeug wieder reinpacken. Hier sieht man es wunderbar, warum es schlecht läuft. Also eigentlich wisst ihr ja, so muss es aussehen. Wenigstens hell oder so, ja. Aber nicht so. Jetzt zieh mal raus, das wird immer schlimmer hier, ne? Das ist halt das, was dafür sorgt, dass der Zug nicht vernünftig läuft und der muss getauscht werden. Und wenn es dann nicht vernünftig läuft und man die Bremshebel zieht und die Bremse permanent an der Felge bleibt, dann schleift die sich ja auch unheimlich schnell ab. Und das macht dann den hohen Verschleiß aus. Ach ja, jetzt hier das. Der Anzieher noch verlegen. Das muss nämlich ganz genau verlegt werden. Kabel. Das Kabel. Ne, das nicht. Und das hier muss nämlich da rein. Da rein. Dadurch, dann hier unten lang.
hier hinter so einer Verblendung. Und dann kommt es hier raus. Na, ihr? Ja. Ich brauche meinen Kragen wieder, du. Ha? Ich brauche meinen Kragen. Das war ja ein richtiger Sturm auf dich hier. Was ist denn da los, ey? Ich komme hier so runter. Auf einmal sammeln sich so hinter mir neben mir immer mehr Leute. Ich so, Voll Verfolgungswahn. Dann auch der Wolfgang mit dem Auto. Auto! Perfekt. Das war Nummer 2. Es regnet, Wolfgang, es regnet. Na, bring mal was raus. Jetzt wisst ihr, es regnet doch. So? Regnet doch immer mal ein bisschen. Ja, kratzelt, ja. Naja, das ist nicht gut. Nee, gut. Hast du. Für schon Stühle ist das nicht gut. Nichts Neues. Ja, nicht viel. Nee. Nee. Viel gibt's nicht. Nee. Die Räder sind alle weg. Ja, vorhin alle weggegangen. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Wie war der Grün gestern? Naja, war ja nicht. Das war ja nicht. Nee? Das war nur Reste grillen, da gab es 3 Würstchen. Ah? Und das war dann. Andrea war ja alleine auf der Wiese. Achso, und Jörg war alleine. Na, wir waren alleine ach mit so. Andrea. Mehr war nicht? Nee. Hab ich gedacht, Wunder, was da Wunder. Nee, da war nichts. Wolfgang, hast du nichts verpasst? Und Ario. Moin, moin. Wollt ihr mit? Hi. Wollen wir mal hier reinschauen hier? Oh. Alles klar? Ja. Ja. Brauchst du Schläuche? Schön zu hören. Ja, nein, danke. Im Moment nicht. Na, bitte, danke. Schläuche nochmal. Warum brauchst du Bänke? Was für Dinger? Bänke? Mhm. Wofür? Ist mir gerade eingefallen, weil du stehst ja auch auf schönes Holz. Ich habe jetzt mal ein indisches Restaurant mit restauriert und die haben 4 sehr schöne Außenbänke abgegeben dann praktisch. Also ich habe die mitgenommen. Gut, muss mal durch. Kommt das nächste Radlay nämlich hier rein. Und da bin ich ganz bitte hier. Hast du gesoffen? Ach jo, ich hab nichts. Ach jo, ich seh da nicht. Also musste meine Freundin gestern nicht quatschen über Mittag. Die hat mir schon mal Vatertag gewünscht. Naja, haben sich die Kinder ja gefreut gestern beim Rennhaus. Ja, bestimmt. Ach guck mal, hier ist Speiche kaputt hier. Aber Janni, drinnen, auf dem Band hier, Speiche ist kaputt. Ach ja. Hat er Janni gewusst, der Mann, offensichtlich? Ich dachte, das ist krass, Dennis nicht hier ist, oder? Dennis wollte heute kommen. Ja? Aber ob, weiß ich nicht. Und wann, weiß ich nicht. Aber dann eine komische Kette. So, oh, so. Schöne, ist auch schönes Fahrrad, wa? Oh, da müssen wir mal sehen. Den habe ich, das weiß ich gar nicht. Ah, das ist schon wieder spezial, ey. Ja,
alle zu heute. Die haben alle frei, das ist unglaublich. Kann man das gar nicht leisten. Wisst ihr, wie die das alles machen? Ey, wie soll das? Das ganze System kann ja so nicht funktionieren. Ey. Ich hab ja früher auch Brückentag gehabt oder alles. Ja, aber das funktioniert doch eigentlich nicht. Eigentlich muss man doch produktiv sein. Man muss ja die Tage nutzen. Kann man nicht die Tage dahin gammeln. Wenn er alle. Die Leute fahren weg, manche fahren nicht weg. Ja, oh, sagst du, ey. Natürlich nicht. Die ist ja kaputt. Wisst ja, hast du ja gesagt. Aktiviert alle, bloß du kannst nicht damit füllen, ma. Geht alles, bloß du kannst nicht damit filmen. Ja, nee, geht alles, aber du kannst nicht damit filmen. Ich soll es ja sehen, ja. Da geht alles, aber man kann nicht damit filmen. Dann ist es nicht, dann ist es kaputt. An, bloß du kannst das nicht, ja. Dann heißt es kaputt. Ja. Defekt, Wolfgang. Hast du im Märten raus mal Bilder vorgeführt, wo Alex sagt, ich bin auf einen Film drauf? Bilder vorgeführt? Ja, bitte, ich war ja da, ich bin auch mal zum Film, hat sich Bilder angeguckt, ich gesagt, mach mit dem nichts gesucht. Alex war ja nicht da! Ich weiß nicht, ja, da war er wusste, der hat sich wieder angeguckt davon. Ein Video oder vielleicht von, ein Video von. Oder DVD oder was? Ein Video auf YouTube bist du noch, ja, bist ja, du? Ja, genau. Ja. Da dachte er, bist du auf YouTube war. Hat jetzt ein Video geguckt da. Oder wenn wir den DVD oder was für sich. Ja, das ist genau. So, Wolfgang, jetzt fertig. Jetzt gehen wir gleich raus und machen Lastenräder. 24 Zoll muss ich auch noch mitnehmen. Der ist ja abgekühlt, war fertig, war. Ziemlich spät, deswegen musst du hier schauen. Zur Not diese ganzen öffentlichen Smartphone-App geschichten. Ich weiß nicht, alles schöne Jugendanzeigen, als wir Leute sich nicht vorstellen. Du kannst ja nicht alle haben Wirk, so was du nicht brauchst. Ich hab doch heute schon gegessen, von Mutter ist schon hier nie. Bist du allergisch oder was? Hä? Bist du allergisch oder? Ja, ich brauche es wohl nicht. Momentan. Das ist mir irgendwie der, bei mir ist irgendwo der Wurm drin. Bei dir selber? Ja, 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 sag ich. Gibt es ja auch Bandwürmer bei Menschen, da musst du aufpassen, das ist ja gefährlich. Ja, ja. Das ist eigentlich, ja. Ich bin auch so momentan eine Kiste. Du kannst ja schon recht. Wetter fühle ich so, das ist meine Vorstellung. Ich bin immer für von Dennis nachher noch. Ja, da war gar nicht gekommen. Aber. Und jetzt noch größer, 65. Ach so, okay. Aber nicht einen so einen alten italienischen. Das ist doch italienisch. Patatine ist doch italienisch. Ach so, aber nicht verchromt. Ja, die Gabel ist verchromt, der Rest ist kaputt. Okay, nicht so was verchromt ist noch, weil mir das immer so verkratzt da ist. Ja, jetzt. Das hat die da so eine Renaissance erfahren, ne? Diese ganzen alten Teile. Na Gott sei Dank, endlich werden die Leute wieder normal am Kopf. Warum? Und kaufen Qualität. Ach so. Nehmen wir den ganzen neuen Müll. Was sind Sie für ein Jahrgang? 78. 78. Campagnolo. Das ist für den Anlötsockel, ja? Genau. Und was kostet sowas? Da war auch Shimano 600. Mhm. Und was kostet sowas? Der 30, der 25 hier. Der funktioniert auch, sagen Sie. Ja. So, wollte ich sagen, der Arnim ist sauer auf mich, weil er hat mir ein Bild verkauft. Dieses Bild habe ich dann eingestellt bei eBay für 2200 Euro. Einfach nur
just for fun, gucken, was das bringt, weil ich nichts darüber gefunden habe. Über das Bild dachte ich mir, wenn du nichts darüber findest, kein Stich, nichts, ja, ist ja nur ein Stich in dem Sinne. Kolorierter Stich, aber ein schöner Stich, ist wirklich toll. Und ich meine, wenn man nichts darüber findet, kann man mal spekulativ rangehen. 2-2 hingeschrieben, so, zack. Und Arnim hatte die gesehen und jetzt ist er sauer auf mich, weil er denkt, ich habe ihn beschissen, habe was rausgefunden. Wahrscheinlich gehe ich mal davon aus, er denkt das. Ja, weil warum sollte er sonst sauer sein? Ich meine, ich kann das doch einstellen für was weiß ich, was ich will. Ja, dann ist er sauer auf mich und sagt, er macht nie wieder Geschäfte mit mir. Ey, das ärgert mich aber nur wiederum ein bisschen, weil ich meine, ich habe ihn ja nicht übervorteilt oder so. Ich habe ihm gesagt, ich zahle so und so viel ihm. Und würde dann natürlich für 350 dann auch verkaufen. Ja? Aber ey, spekulativ, kann ich doch für 12.000 reinstellen, das Ding. Ist doch scheißegal. Das heißt doch noch lange nicht, dass es das bringt und hätte es. Oh, nicht, also ich würde im Leben keine, nicht mal annähernd 1.000 Euro bringen. Also das ist absolut, das ist Quatsch. Da hatten wir schon ganz andere Stiche und eine ganz andere Qualität. Ja, jetzt fühlt er sich ein bisschen übergangen oder ausgenutzt. Oder ich habe keine Ahnung, was er sich fühlt, weil eigentlich hat er mir einen Preis gesagt. Oder habe ich ihm Preis gesagt und er hat gesagt, ja, verkauft er mir. Also deswegen, egal. Ich hab's ihm zurückgebracht, das Bild. Hab's rausgenommen bei eBay. Hab's ihm zurückgebracht. Hab gesagt, du hier, bist du, ich möchte nicht, dass da Unstimmigkeiten sind. Bitte, nimm. Und muss dich nicht immer übergangen fühlen, fertig aus. So. Und wenn du willst, nimm's geschenkt. Ist mir auch egal. Ich weiß nicht, was ich bezahlt habe. 100, 120 Euro, irgendwie so. Und man weiß ja nicht darüber. Ich weiß nicht. Vielleicht ist das auch mehr wert. Vielleicht ist das auch 20.000 wert. Oder was? Keine Ahnung. Ich hab's ihm zurückgegeben. Hab gesagt, hier komm, nimm und nimm geschenkt. Er wollte es ja nicht haben. Ich dachte, nein, mir schenkt, ist mir auch egal. Ist mir egal, scheiß drauf. Mich juckt viel mehr, wenn einer Scheiße erzählt, dann irgendwie so, dies, das und jenes. Schlecht. Und schlechter Mensch, schlechter Geschäftsmann, was auch immer. Das ärgert mich und das lasse ich mir nicht nachsagen, das bin ich nicht. Ich bin immer ehrlich, wenn er mich fragen würde oder wenn ich es verkauft, angenommen, ich hätte es verkauft für, was weiß ich, 2000 oder was weiß ich, 1500. Ja, dann wäre ich natürlich zu ihm hingegangen und gesagt, du Arnim, ey, ich hab das Ding verkauft für 1,5. Jetzt kriegst du noch ein bisschen was nach, war, weil geht ja nicht, kannst du nicht machen. Okay, ja, und dann so nicht, nicht mit wenn mich. Finde ich nicht gut. Immer Ficke wegen Geld. Das geht mir so auf den Sack, Alter. Ey, wirklich, es gibt nichts Schlimmeres, als wegen Geld rumzumachen. Da spreche ich mich frei von. Macht mal euer Ding. Hier der eine Typ, den ich neulich morgens getroffen habe, der mir noch Geld schuldet, der hat sich natürlich nicht gemeldet. Wenn ich ihn jetzt nicht mal sehe, dann ganz glasklar, Ansage jetzt über YouTube. Ich lasse mich noch nicht verarschen. Ich hab die Schnauze auch voll. Ich gebe ihm eine Nackenklatsche. Voll. Zack, komm ich an. Bam, bam. Was los? Ja, ist mir voll egal. Und ihr kriegt er nicht wegen den Geld, nicht wegen den 90 Euro oder was. Nicht deswegen. Nee, nee. Sondern einfach nur wegen der Art und Weise. Geld, drauf geschissen. Kann er behalten, kann er sich im Hintern schieben, kann er sich seine Nase weiter pudern, können sie alle machen. Aber mich verarschen, gibt's nicht. Ganz einfach. Gibt's nicht. Mach mich verarschen. So ein Scheiß. Alle mal nicht so haben mit ihrem Geld, 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 Geld. Scheiße, Geld, ich stehe den ganzen Tag im Laden, verdiene Geld. Ich verdiene es, ich spekuliere nicht. Großartig. Das, was ich hier mache, das verdiene ich. Und davon hebe ich immer ab. An alle möglichen Leute, auch an Arnim. Ich brauche mal ein bisschen Geld. Kannst du mir mal ein bisschen was für den Markt geben? Ja, okay, Arnim, okay, dies, okay, das. Okay, hier, okay, da. Mach mal, nimm mal, ist nicht so schlimm. Gib's mir wieder, wenn du kannst. Ja, und dann kommt er so. Dann kommt er um die Ecke so. Der hat schon lange gesagt, er soll selber über eBay verkaufen oder was. Soll er selber machen. Naja, soll er jetzt machen. Das war nur mal mein Frust loslassen. Ich bin gar nicht sauer auf ihn. Ist ja auch egal, ist auch ein armer Schlucker. Und was ihr seht, der ist da zwei, dreimal so reingelegt worden auch und alles. Und ey, aber doch nicht von mir. Aber so sieht es aus. So. Ja, der gute Herr ist nicht unterwegs. Ach Mensch. Oh,
gegen das Wiesn. Schwierig, schwierig ist es. Ganz schwierig hier. Hallo, hi. Hallo. Was ist jetzt passiert, Dominik? Jetzt gar nicht. Ist ja nichts passiert. Nee, es ist. Oh, man nicht. Muss man sensibel rangehen. Ciao, ciao. Alles gut? Mit Stahlwolle. Steelwool. You know? Möchtest du das machen? Nein, nein, ich habe jetzt keine Zeit, ich muss arbeiten. Ja. Aber immer wenn ich Zeit habe, mache ich ein bisschen. Weil hier habe ich schon gemacht, hier, da hinten siehst du, ja, schon ich gemacht. Sehe. Da sind noch ein, ja. Zwei, drei Flecken, die muss ich noch wegmachen. Ja. Und dann hier, fünf und dann oh, da weiter. Wie lange gedauert das zu sauber? Also das hat gedauert, ja. Die zwei Fenster, eine Stunde. Aha. Scheiße. Ja. Scheiße. Eine Stunde, jeder Stein. Oh, große Scheiße. Immer wickeln, wickeln, Kakerlaka, große Kakerlaka. Hast du das gedreht? Ja, es ist im Block drin. Ja, ja, es ist drin. Teilweise, also nicht alles. Kannst du nicht alles machen. I have another one, but then it's the last one. Okay. Don't worry, don't worry. Erstmal machen. Vorgestern Nacht haben sie noch einmal die ganze Hauswand da vorne angefangen beim nächsten Haus und dann immer da habe ich schon fertig, jetzt bin ich hier und dann ja, mal sehen, wie weit die kommen. Warum machst du es ab? Hä? Warum machst du es ab? Das scheiße aussieht. Ich will es so lassen und dann kommt das nächste und das nächste. Das ist doch kacke. Würdest du es lassen? Nee, also naja, wenn du den Laden hast, stimmt schon mit dem Fliesen und so. Ja, dann macht das schon. Ansonsten wäre ich es, glaube ich, gelassen. Bitte, dass du bist weniger die Mieten. So, Mieste, was denn jetzt? Deine Wohnung in schlechten Zustand versetzen, damit die Miete runtergeht? Von außen? Nein, das muss dann. Ich mag das ja noch ordentlich. Scheiße, ja. Das doch, deswegen lebe ich doch nicht. Das sieht doch scheiße aus. Kannst du da drüben aufsteigen? Ja, nein, das ist der dich, ne? Sieht nicht gut aus. Irgendwie so, vielleicht finde ich es da besser, wo sie dann bepflanzt haben und schön gemacht haben. Ich wollte nicht unbedingt aus der Luft spießen. Ich auch, ich bin da auch noch. Was hat das mit Spießbestellen zu tun, wenn man gerne das behalten möchte? Das ist doch schön genug. Das ist eine alte Fassade, 1912. Das sieht doch gut aus. Da muss doch nicht so ein, ich meine jetzt mal ernst, das ist doch nicht. Das muss doch nicht doof sein. Das ist doch Schrott da. Das sieht ja auch kacke aus. Stahlwolle. Ja, jetzt hört doch auf. Hätte eine Bürgerinitiative, lasst das Graffiti. Könnt ihr mal ins Leben rufen. Wir haben gerade eine Grundsatzdiskussion darüber. Wir haben gerade eine Grundsatzdiskussion. Ach so, du auch schon.
Ich finde das so albern, ey. Der Scheiß. Naja, ich meine, das ist ja eigentlich noch das Schiff, oder? Gibt immer Pfandrecht. Aber hier haben sie es nicht durchgezogen. Das ist hier nicht abgemacht. Nee, ich habe das von einer anderen Tür ab bis hier habe ich es abgemacht. Unter mich nur gerade. Lass es doch dran. Sieht doch gut aus. Ey, wirklich, nee. Je mehr Graffiti, desto günstiger die Mieten. Na, herzlichen Dank. Also wirklich. Ich will nicht, dass das hier verkommt. Also wirklich. Ja, ja. Ach ja, ach Mensch, ich sag dir, wenn man die nebenbei irgendwo hinlegt, dann ist ja auch furchtbar. Du rennst ja mit dem Dick auch überall rum. Das ist eine Katastrophe, wa? Nicht gut. Der Kollege macht Fehler, Einbaufehler. Der hat das gesagt. Das war irgendwie schon Idiot. Idiot mit dem Verrat und so. Ja, das ist kein Problem. Idiot sein ist kein Problem. Ich mache mal immer daran, die Idiotie aufzugeben. Erstmal einfach machen, wenn du das aushängst, ist einfach. Hier ist meine Kamera. Also, liebe Leute, heute ist schon zweites Tag des Dance und wir haben viele interessante Situationen so aufgenommen. Danke dir. Was tut ihr genommen? Ich habe gar nichts genommen. Sag mal, was unterstellst du mir? Nee, ne? Also, ist ja unglaublich. Er ist hier mit Fisten, dann mit Ventilen. Oh, genau. Was ist Fisten? Was, weiß Quatsch. Ich nicht, keine Ahnung. Faustkampf ist das. Boxen. Ja, ich meine, also der... Jawohl, Chef, alles klar. Ja. Gut. Aber ist doch der, oder? Da liegt eins. Ja, oder da. Kommt rein, schon gleich. Was ist denn? Ein Ventil, so. Wenn wir hier... Ich hab nicht verloren. Ich hab keine Brille auf, ich kann das nicht sehen. Ich nicht. Ich bin kein Deutscher, ich bin nicht organisiert. Ja. Ja, Deutsche sind auch nicht organisiert. Das ist für die Alte, oder? Hast du den Laden gesehen hier? Der ist doch nicht organisiert. Ja, richtig. Scheiße. Wieso, was suchst du denn jetzt eigentlich? Welches Teil? Warte mal, was hast du denn? Ist doch alles drin. Guck mal, ich schraubt alles rein. Hier, ich muss mal zeigen. Er hat alles reingeschraubt schon. Hier, er will mich nur ärgern hier. Ist unglaublich. Die Kappe hast du. Ja. Wunderbar. Wo ist das Ventil? Hier ist das Ventil. Jsem v Německu a kdybych byl Helmut, když vemu Mike, musíš si vzít helmu. Guck mal, wie nett ist dieses Mann. Ein sehr nettes Mann hilft kostenlos dieses Freund aus Frankreich. Er versteht nur die Hälfte, das ist besonders gut. Dann können wir ihn richtig über den Tisch ziehen. Nein. Nein, können wir nicht. Nein, den müssen wir. Da hat er Angst. Ja, hat er Angst. Hm? Eine Seite. Bis demnächst. Eine Seite. Sehr. Was macht er denn? Naja, ich kann das nicht klären. Ich komme gleich.
Oh Mann, oh Mann. Was für ein Tag. Ist schon wieder rum, ich hab schon wieder nicht. Schön gedreht für euch, Lube. Weiß ich gar nicht. So, eine Sache zeige ich euch heute noch, und zwar MaxCycles Steel Light. Bei MaxCycles Steel Light spannen wir die Kette. Die hängt nämlich, und da haben wir so eine komischen Ausfallenden, verstellbare Ausfallenden. Und jetzt schaue ich mal, wie ich das mache. Nicht schaltet da einfach ab, wartet auf den nächsten Vlog, wenn das für euch vielleicht interessanter ist. Schauen wir mal, wo stelle ich euch denn hin? Alphin, Schaltung und die Kette hängt. Also das ist ja nicht, die gute Frau fährt sehr viel. Sie möchte nicht, wieso zur Hölle ist denn das hier oben, das Ding? Ach, Alphin, naja, klar. Alphin. Ist ja keine, ich war sonst immer nur mit Nexus 8-Gang und so zu tun. Da ist natürlich dieses unten, ne? Da ist ja dieser, ach nee, wisst schon. Da ist dieser Schaltzug, der kommt unten an, hier. Und bei Affin kommt jetzt hier oben an. Das hat mich gerade ein wenig verwirrt. So, ich löse diese beiden Schrauben auf der Seite. Und diese beiden Schrauben auch auf dieser anderen Seite, nämlich hier die beiden. Oh, schauen wir mal, ich bin gleich hier. Da bin ich ja schon sehr gespannt. So, ich fange an. Eck, löse. Klack. Eck, löse. Klack. Jetzt hier. Ah, das war schon mal offen. Die andere Seite nicht. Ja, das war schon mal offen. Die andere Seite war noch nicht offen. Die haben nur auf der einen Seite, haben die drüber geschoben, nicht beide Seiten gespannt. Jetzt zieht das gesamte Rad nach hinten. Eigentlich. Da ist ja so wie so ein Schlitten hier. Ja, und jetzt zieht das nach hinten. Bin am Ende angelangt. Am Ende des Regenbogens. Ja, und das war's. Kette gespannt. Letzter Auftrag für heute. Oh Mann, ja wirklich, letzte. Das ist dieser Schalter hier, den zu tauschen. Der funktioniert nicht mehr richtig. Der greift nicht mehr hier oben. Ich schaue mir den mal an. Der Zug muss sowieso getauscht werden. Bevor ich den hier absäge und einen neuen anbaue, schaue ich mir natürlich an, ob ich den retten kann. Das wäre wirklich toll. Aber der Zug muss eh getauscht werden, weil das hier schon mehrfach gebrochen hier drin. So, schaue ich mir das mal von innen an. Total verharzt. So, dann bin ich mal gespannt. Ja, wunderbar, siehst du? Es ist nichts kaputt an diesen Dingern. Man muss sie nur ausspülen gründlich. Es ist natürlich zeitaufwendig, also ich muss ja natürlich dafür auch Geld berechnen. Wenn es nur sauber machen ist, aber es sieht auch wesentlich besser aus. Was die aufgemacht hat, sah schlimm aus. Und jetzt sieht man wenigstens so ein bisschen,
wie es aussehen sollte. Ich hoffe, es kommt ein bisschen rein. Wenn es jetzt am Ende noch funktioniert, dann ist es doch genial. Na schön. Perfekt. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein! Mit diesem Seifen. Hast du gut gemacht. Blub. Blub hat's gemacht. Unten drin gefiedelt, da läuft das Stromkabel quer in der Verlegelinie. Wow. Naja, das. Nur mit kaputt zu schlagen. Geht nicht kaputt. Unkaputtbare Seifenblasen. Achtung! Da, war das Zeichen. Feierabend. Hat gepiept. Jetzt ist Feierabend. Liebe Leute, ich verabschiede mich mit einem Seifenblasengruß. Wow. Also, wir sehen uns morgen. Wow. Cool. Nuki kann nicht. Wow. Na gut, also bis morgen. Alles Gute. Ciao. Schlaf gut. Ich mach Feierabend.